zur Überreichung unseres Christian-Förstenegger-Pokals. Dieser Pokal wird an Jugendlichen des TSV Eibingen vergeben, die sich durch ihr Engagement und ihren Einsatz auch mit sportlichen Erfolgen im TSV Eibingen besonders hervorgetan haben und traditionellerweise übergibt der die Gewinnung des Vorjahres den Pokal die Lena Meyer. Normalerweise weiß noch niemand, wer der Gewinner ist. Ich habe es erst erfahren, aber ich freue mich jetzt ganz besonders, die Hanna Post auf die Bühne rufen zu dürfen. Liebe Hanna, du bist im Jahr 2008 mit 6 Jahren im Gerätturm in den TSV Eibingen eingetreten. Hanna konnte in ihrer bisherigen Turmkarriere sehr viele Erfolge feiern. Neben zahlreichen Kammermeistertiteln und Erfolgen auf Landesebene waren die wichtigsten Erfolge 4. Platz bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften 2014, 2. Platz bei den baden-württembergischen Mehrkampfmeisterschaften 2014 und 2016. Auch für die Mannschaft war und ist Hanna eine unverzichtbare Stütze. Sie trug maßgeblich zum Aufstieg und den Klassenerhalt in der Bezirksliga bei. Des Weiteren hatte sie auch am jüngsten Erfolg, württembergischer Landessieger 2017, einen großen Anteil. Darüber hinaus heizte Hanna als Teil der Showgruppe die Turmhühner von der Alp schon viele Erfolge bis hin zum baden-württembergischen Landessieg 2014 ein. Neben ihren eigenen sportlichen Aktivitäten engagiert Hanna sich zudem seit über 2 Jahren bei den Nachwuchsturnerinnen. Einmal pro Woche hilft Hanna beim Training in der Turmschule und gibt ihre Erfahrung an die jüngeren Turnerinnen weiter. Nach der bereits absolvierten Trainerassistentenausbildung ist nun die Ausbildung zum Trainer C in Planung. Vor einigen Wochen hat Hanna die Prüfung zum Kampfrichter D mit Bravo bestanden und wird fortan auch der Turmschule als Kampfrichterin zur Verfügung stehen. Hanna, wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute und noch viele schöne Jahre im TSV Eibingen. Im Namen der Turmabteilung unterzeichnet von Alice Thoma und Rudi Hosen.